Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier vom Marsch. Mission 2.2. Ja, alles aktuell. Ja, wir machen halt weiter. Wir fahren mit einer Ladung Sand zur Brücke. Kies wird noch gefahren. Der erste Zement wird hergestellt. Obwohl nicht rauf. Aber es wird hergestellt. Wenn wir Zement haben, werden wir eine Brücke bauen können. Das heißt, wir müssen mal Stahl kaufen. Dann müssen wir sehen, was wir kaufen können, ne? Damit wir ein bisschen Geld haben für Stahl. Ne? Das brauchen wir nämlich noch. Fahren wir mal los. Bei Gelegenheit müssen wir ein bisschen Paletten hinbringen und Papier rollen. Dann können wir da entsprechend schon loslegen. Beziehungsweise der Anfang ist gemacht, aber es wird nicht reichen. Ich habe nur einen Teil zugekauft, Bruchteil, was er noch herstellt. Wir fahren dann mal zurück, hier von dem Sand ab. Das ist sehr schwer. 90 Tonnen hier Gesamtgewicht. Das merkst du ja auch am Fahrverhalten an, ne? Also das ist nicht realistisch. Das ist ein relativ weiter Weg zur Brücke, aber das schaffen wir heute. Das wollte ich noch in der letzten Folge machen, aber das ist ja nicht gebrochen. Überlänge gewesen. Überlänge zahlt sich schlecht aus für Flote. Und ich teile mal mit, wenn jemand Interesse hat an ZMSOB, aktuell wird mir da jetzt Zeit fehlen. Ich werde es einfach ruhen lassen. Stand jetzt und heute. Es kann sein, dass ich bis Freitag meine Meinung ändere, wenn einer oder andere Kommentare entscheidet. Ja, würde ich auch gerne sehen. Dann werde ich darüber nachdenken und die Zeit nehmen. Aber aktuell, der letzten Livestream, war das Zuschauerinteresse direkt im Livestream halt nicht da. Und für keinen ist das Blödsinn. Also, wenn das sich keiner anguckt, ja, bringt ja irgendwo nichts, ne? Bringt den Kanal nicht weiter. Und letztendlich ist es, naja, mir macht das schon Spaß, ne? Aber wie gesagt, wenn absolut keiner zuschaut. Aber letztendlich ist es so, dass ich im Prinzip weniger Zeit haben werde. Also, wenn es keinen interessiert, ist es okay, dann muss man halt nicht so viel drum machen, ne? So, hier ist gefährlich. Bei der Last, oh, habe ich Glück gehabt. Kein Achsenbruch. Nicht umgefallen. Ich muss noch hopfen. Unkopf bekämpfen, das ist ganz wichtig. Also vorbeugen. Das. Aber ich wollte heute noch Sand anliefern, dann im Prinzip morgen in-game dann entsprechend. Jo, Zement liefern kann, ne? Darum können wir sagen, so kann der Bau beginnen, ne? Ein bisschen Stahl kann man noch kaufen. Was mit der BGH noch ein bisschen Geld, das kann er sein. Ansonsten ein bisschen Geld leihen, wird man das hinkriegen, ne? Aber Land kaufen, das sehe ich noch nicht so. Vielleicht können wir da die eine oder andere Mission dann machen, ne? Das ist vielleicht dann möglich. Oder wir machen das Geld für wenig Geld und kassieren ab. Naja, das ist blöd, ne? Das ist nicht mein Fall. Einmal die Kurve. Bin immer gespannt, wie ich die da abkippen kann. Letzte Kurve. Wird schwierig, aber wir müssen mal schauen. Da. Bei der Brücke. Ruhigstelle. Böse Stelle.
Zum Glück. Dafür da jetzt. Der LKW ist ja ganz komisch. Ja, oder machen wir hier eine große Schleife fahren? Und versuchen da rückwärts ranzukommen. Ne? Der erste Kies. Das Zement kommt hier hin. Ne? Wird schwierig. Das zeigt man gleich. Ganz schwierig. Aber wenn wir ganz kurz mal tricksen. Bevor wir uns hier lange umherscheißen. So, noch etwas rangefahren, ne? Ja. Dann können wir abhängen und den anderen reinfahren. Ja. Und der andere wird jetzt warten, bis er voll ist, glaube ich, ne? Weil viel Kies war ja nicht mehr. Gut, der ist jetzt leer, der erste. Und den zweiten werden wir abhängen vorher, links. Einen richtigen Punkt kriegen, ne? Das war diesen, glaube ich. Nee, da. Ne, war schon richtig. Anders wäre nichts geworden, also da wäre ich nie rückwärts hingekommen. Hätte mir nicht machen lassen. Egal wie ich gefahren wäre, immer in der Verkehr hätte sich verkeilt letztendlich. Aber sag mal so, hier ist ja einmalig, ich fange einmal an. Geschafft. Dann brauchen wir hier nichts mehr anliefern, dann ist fertig. Also vom Berg her, von der Höhe, fehlt noch viel Sachen. Wir müssen da ranziehen. Und der würde sich auch nicht eignen für einen Autotreiber, glaube ich eher nicht. Mal gucken. So, Kies. Kies ist fast genug da. Sand? Naja. Ich will nur nicht rechnen, das ist auch umständlich. Also fehlt mehr wie Kies. Kies muss einfach produziert werden. Sand wird auch nicht reichen von der Produktion her. Wir haben den LKW hier stehen lassen. Wir hängen den mal kurz an. Und dann machen wir Unkraut weiter. Bekämpfung. Und dann morgen früh wird das Kieswerk entsprechend gearbeitet haben. Und also im Prinzip produziert haben, dass wir wieder Sand und Kies da haben. Reichlich. Und am Morgen früh entsprechend zu meinen Damen werden. Kann sein, dass was fehlen wird, weil Papier fehlt, aber. Ja, Entschuldigung. Das ist aber jetzt mit Risiko. So. Wir fahren jetzt Richtung Feld Nummer 4.
3 gehe ich von aus, habe ich schon gemacht. Vermute ich mal gerade stark. Ich weiß aber nicht genau. Unter anderem mit Kies kann er warten. Ihr seht, das 50%. Dann wird er alles nicht genug da. Heute Nacht wird durchgearbeitet. Beziehungsweise wird auch 30, obwohl ich würde gerne vorher noch spritzen, bevor wir da ein Wachstum reinkriegen. Ne? Damit ich sehen kann, wo ich mal gespritzt habe. Was ich machen kann, ist ja bei den Feldern die Bäume wegfräsen. Das kann ich mal bei Gelegenheit machen. Ich muss ja sowieso hackfristet haben. Von daher ist das vielleicht mal fällig, ne? Muss man sehen, wenn das gedüngt ist, ob wir dann vielleicht noch düngen können. Normalerweise müsste es gehen. Aber ich muss kurz vor testen. Und dann können wir auch wieder mal Milch fahren lassen. Die Kuhstall aus. Das müsste ja auch wieder entsprechend was da sein. Reichlich, in Anführungszeichen. Kühe umstallen müsste ich. Ja, das, alles. Das können wir die nächsten Tage machen, weil jetzt von hinten her, wenn gedüngt ist und alles fertig ist, dann können wir die Sache mal ganz gemütlich angehen. Ne? Ansonsten müssten wir mal Feld 4 ist hier rechts. Mal bei Gras schon mal anfangen. Die Lageballen pressen oder Heu machen. Und mal schauen, was ich an. Ja, aber nichts wächst und verwächst immer, ne? So, dann können wir loslegen. Das nächste. Das ist aber. Ich probiere mal was aus. Das ist mir. Probieren eine probieren Not wert. Muss halt die erste Runde überwachen, ne? Tun wir so, als wenn ich selber fahren würde. Weil im Dunkeln sieht man ja nichts. Jetzt können wir aber auch entsprechend auf 30 gehen. Dass wir nachts immer die Runden kriegen. Ob da nur was wächst, ist auch egal. Hauptsache, wir haben immer Unkraut bekämpft. Prophylaktisch, ne? Dass nichts kommt. Hätten wir auch scharf machen können, ne? Naja, gut, das ist auch egal jetzt. Mal 25 normalerweise. Na gut, dann machen wir halt mit 24 auch. Was soll's, ne? Muss Kies schon mal 17%. Wie gesagt, der stolpert her. Einmal noch Sand fahren sicherlich. Mindestens einmal. Und dann können wir ja auch jo. Halt Brücke fertig bauen, ne? Mal sehen, vielleicht können wir noch ein Feld kaufen. Mal schauen. Ich wünsche mal allen einen schönen Wochenstart. Ich werde um die Zeit auch schon. Im Arsch, 12 Uhr? Ne, noch nicht.
Aber wenn die Tür läuft, arbeite ich schon wieder. Oh, noch eine lange Zeit vorbei, der Urlaub. Der sogenannte Urlaub. Das ist typisch. Wir hätten wieder weggefahren. Ich wollte doch nicht mitfahren wegen der Prüfung hier. Ich werde mich immer im Baum festhängen. Darum geht's dabei, ne? Und so, wie das Ding läuft, ohne Ende, ist es dafür alle. Kommt der nicht weg? Hat das Zeug nichts taugt. Dann haben wir ein Problem. Aber ein dickes Problem. Was haben wir gedacht? Zaun. Oder das Hanne mit dem Update nochmal geändert, dass entsprechend erst wachsen muss. Und da wird's blöd. Für mich jedenfalls. Und das ist weg. Dann muss ich sehen. Ungünstig. Bis auf einen kleinen Zaun. Ja, gut gefahren. Gut, ich schaue, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Und tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Plamage mit dem Brückenbau und mit Unkrautbekämpfung, was anscheinend nicht klappt. Tschüss!